Hochsaison in Miramare, einem der vielen kleinen Ferienorte an der Adriaküste, deren feiner weißer Sandstrand sich von Rimini aus 15 Kilometer lang erstreckt. Menschen und Gesichter sind zahlreich wie in einer Großstadt. Von überall her kommen sie, die Touristen, und erobern den Strand. Capirmi di più, sai, il cuore a volte ti sale, poi va giù, capirmi un po', se no, non è difficile, basta solo un po' d'amore, non è che voglio stare un po' senza te. Capirmi di più, sai, il cuore a volte ti sale, poi va giù, capirmi un po', no, non è difficile, basta solo un po' d'amore, non è un'altra donna, no, non potrei, non è che non sei. Heute Nachmittag, wir fahren nach Katholika-Gowice mit einer Stunde Aufenthalt in Katholika-Gowice. Es ist ein herrlicher Nachmittag. Heute Nachmittag, vergessen Sie nicht, um 3 Uhr. Malayo, Malayo. Täglich schleppen die Verkäufer ihre Ware kilometerweit den Strand entlang. An die große Hitze haben sie sich schon lange gewöhnt. Der große Andrang hinterlässt seine Spuren. Gegen Abend, wenn die Gäste ihre Hotels aufsuchen, wird der Strand nach Abfall abgesucht und gereinigt. Für den Melonenverkäufer an der Straße ist es jetzt an der Zeit, die Wassermelonen oder auch Cocomeri, wie die Italiener sagen, zu schneiden und appetitlich aussehen zu lassen. Denn bald schon sind die Straßen von Miramare voller Leben und jeder ist auf seine Art unterwegs. Con discrezione sui pensieri di
Wenn auf der Via Olivetti die Schranken zugehen, dann stört das dort niemanden. Hier entscheidet jeder selbst, wann man die Straße überqueren kann. In einem Urlaubsort wie diesem bieten die unzähligen Geschäfte natürlich alle das Gleiche an. Verschieden sind höchstens die Preise. Buon divertimento al Torcio questa sera con l'orchestra di Rino Banfi. Il Torcio a Miramare, busto 33. Al Torcio si balla tutte le sere e si mangia bene al Torcio. In den vielen Cafés und Imbissstuben herrscht Hochbetrieb, manchmal bis 2 oder 3 Uhr die Nacht. Während bei Gustavo die Pizzen garniert und im traditionellen Pizzaofen gebacken werden, wird dort für eine Menge Unterhaltung gesorgt. Bei der trockenen, salzigen Luft, die auch in der Nacht kaum abkühlt, löscht nur noch die Wassermelone den ständigen Durst. Morgen, wenn die Einheimischen am Strand nach Muscheln suchen oder hinausfahren zum Angeln, kehren die ersten Fischkutter schon vom Nachtfang zurück und laufen in den großen Hafen von Rimini ein. Dort wird der Fang aussortiert und in Kästen abgepackt. Thank you.
Später kommen die vielen Geschäftsinhaber der Umgebung und kaufen die Fische, die sie wenig später in ihren eigenen Geschäften anbieten. Bei der Hektik bleibt so mancher Fisch unbeachtet am Boden zurück. Ganz anders ist das auf dem Fischmarkt in Katolika, wo die übrigen Fische an Einheimische und Touristen weiterverkauft werden. Werden an manchen Tagen so schnell verkauft, dass die Fischer in Rimini mit frischer Ware kaum nachkommen. Auch er muss zusehen, dass er nachkommt mit Holzsägen, denn bei ihm holen viele Italiener das Holz, um für den Winter gerüstet zu sein. Zweiter Abnehmer sind die Pizzerien, die das Holz für ihre rustikalen Öfen benötigen. Bei ihm geht es ruhiger zu. Er gehört zu den Italienern, die am Wochenende dem Keramikhandwerk nachgehen. Einem Handwerk, das man oft in dieser Gegend findet. Alles geschieht also in Miramare, während so mancher am Strand liegt und schläft. Selbst wenn das Wetter mal kein Sonnenbad zulässt, wird es einem in Miramare nicht langweilig, denn da hat man sich was Besonderes einfallen lassen.